Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die Sporttasche dabei, weil ich verbringe heute einen Tag mit Markus Rühl. Ja, ich freue mich riesig. Ich mich erstmal. Ja, wir gehen jetzt pumpen zum Anfang. Ja, das überlebst du nicht, ne? Heute. Also meinst du nicht? Ja, ich habe gut gegessen heute, ich bin ausgeschlafen, gut gebräunt, gut gelaunt, Zahn abgebrochen beim Zähneputzen, also alles tutti. Ne? Bist du schon umgezogen? Ich bin umgezogen, ja. Ich ziehe mich jetzt so gerne um, weil dann machen die Leute mir Bilder von meinem verfaulten Körper und dann. Ist der für dich doch stabil aus? Nee, das ist, ach um Gottes Willen. Hast du auch so eine Plauze mittlerweile? Nee, so nicht. Oh, das ist ja noch ein Sixpack. 4, 3, 2, 1. Let's go! Was hast du für T-Shirt an? Finch, ich will nicht so fett werden wie der, deswegen ziehe ich es als Motivation an. Ja. Wie viel Kilo Übergewicht hast du denn, Alter? Ich habe aktuell 96 bei 1,90. Eigentlich ein gutes BMI, ne? Ja. Wenn man den Körper nicht dazu sieht, ne? Ich mache Schultern. Ja. Schultern ist einer der wichtigsten Muskeln. Warum? Weil es die Form vorgibt. Ne? Damit du nicht aussiehst wie eine Litfaßsäule, also ohne Breite wie oben teilweise. Ich dachte, wir stoffen erstmal. Ja, Stoffen kommt nachher. Das kennst du halt. Ne? Ich habe da ja einen Bauchladen vorbereitet im Auto. Ne? Kennt ihr ja die Bauchläden, wo es Zigarette und Erdnuss gibt, wie im Eiskonfekt im Kino. Da haust du bei mir erstmal die Steroide rein. Guck mal, ich mache jetzt extra Maschine mit dir, weil Maschinentraining ist für die Doofe, die gibt die Bewegung vor. Das ist wie die Automatik, ne, beim Autofahren. Kannst nichts falsch machen. Das Schlimme ist, ich würde jetzt sagen, ich bin schneller als du, aber du bist ja auch älter als ich. Ich war schon mal beim Sport übrigens. Ja, das will ja. Das ist alles easy. Du, Bodybuilding ist kann der letzte Depp, ja. Deswegen ist der Sport so schön, ne? Aber wenn du jetzt schon so lange trainierst wie ich, dass du alles kaputt, musst du erst mal warm machen. Ist bei dir alles kaputt? Vieles, ja. Also ich glaube, mehr wie man sieht. Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, ja? Ja. Weil ich habe ja auch viele Arbeitslose, die den ganzen Tag RTL 2 gucken. Kenne ich ja nicht. Ja. Wie würdest du dich vorstellen? Markus Rühl, ehemaliger Bodybuilder, Selfmade-Millionär. Bist du Millionär? Nein. Wollte ich dich jetzt später fragen. Ich bin Wissensmillionär. Und was sagt das Konto, jetzt wo wir schon drin sind? Du, ich kann den Konto aus zu zeigen. Ich glaube, das sind aktuell auf dem einen Konto 14.237 Euro auf. Und auf dem anderen? Das sagst du nicht. Ja. Wenn du jetzt 30 Jahre Profisportler bist. Ja. Und hast gar nichts auf der Kante. Und fette Sponsoren. Dann hast du halt viel falsch gemacht. Ja. Also es soll schon ein bisschen was, klar. Geld ist relativ und Reichtum auch. Was ist? Also ich bin jetzt, wenn du älter bist, wirst du merken, dass Gesundheit wirklich, man sagt das immer so, ist das größte Gut ist. Also wenn du nicht mehr gesund bist, kannst du 3 Millionen im Konto haben, bringt dir nichts. Aber du siehst so topfit aus. Ich habe mich extra für den Tag vorbereitet. Ja. Aber ich merke so ein bisschen das Kalk in meinen Knochen seit Monaten. Weißt du noch, warum aufwärmen? Genau das. Und jetzt, was du sagst, das Kalk im Gelenk ist gar nicht falsch. Wenn du den Muskel und das Gelenk nicht permanent durchblutest, gehen Absonderungen, also Ablagerungen im Gelenk rein. Das Handgelenk bediene ich oft. Das ist nichts. Guck mal, es geht 1A. Unterarm und Handgelenk geht 1A. Ja? Mein Fitness-Trip ist immer die Geräte und alles knallen lassen, weil dann denken alle, du pumpst. Oder schreien. Auch gut. Wenn du nicht stark bist, musst du laut sein, weißt du? Mein Motto. Hast du Arnold Schwarzenegger mal getroffen, weil der da steht? Ja. Warst du breiter als er? Ja. Lappen. Der Arnold war ja zu seiner Zeit toll, aber wenn du jetzt mal nur die Maße nimmst, 1,85 Meter, 86 Meter, ja, so wie ich. 103. 7 Kilo mehr als ich, okay. Ja, 103 hatte ich mal im ersten Wettkampf, da bin ich Hessenmeister geworden. Ja. Und als Profi hatte ich dann 131 Kilo auf der Bühne. Nur mal, dass man so die Relation dann sieht. Ne? Wie fährst du jetzt? 120 Fett. Wo hast du denn Fett? Greif mal hin. Das deprimiert mich. Ein 50-Jähriger sagt, wo ist ein Fett? Ich greif rein. Guck doch mal, hier ist Fett. Aber bald kommt diese Abnehmspritze. Zack, zack, zack. Das musst du zählen und drücken. Das ist 5, das, ne? 6. Ich muss mich konzentrieren. 7. Ja. Wo habt ihr 15? Nee, Mama. Wie hoch gehen wir denn? Ja, bis du nicht mehr kannst. Wie viel muss ich schaffen, um dass du verkackst? 180. Ich komme mir vor wie so ein kleiner Junge, der mit Papa zur Arbeit geht und nur daneben steht. Übrigens, ich bin heiser Klimaanlage. Ja. Knutschen fällt heute aus, sonst bist du krank. Ich bin zu alt für Sex. 9. Aber so ein bisschen schwul geht immer, ne? 11. Gut. Boah. Das ist gut. 12. Jawohl. Bin ich schon breiter? Im Kopf, ja. Wie lange trainierst du immer so? 3-4 Stunden. Alles geht aber. Ich dachte ja. So 3-4-5 Stunden. Ach Quatsch, das ist alles so Geschwätz immer. Kein Bodybuilder macht so lange, das ist ja Blödsinn. Du machst normalerweise 60-70 Minuten machst du dein Krafttraining. Und dann machst du nur so ein bisschen Kraftausdauer, Cardio, halbe Stunde, 3-4 Stunden. Was machst du als Cardio? Fahrradfahren. Vertraue dir selbst. Breche eigene Regeln. Hab keine Angst vorm Versagen. Ignoriere Neinsager. Arbeite bis zum Umfallen. Gib etwas zurück. Das ist Schwachsinn. Steht ich da. Ich weiß. Meinst du, das hat er gesagt?
Nein, nee, ich habe mit dem Money, Money. Ja, ich habe mit dem Arnold geredet und er sagt, mach dir immer einen Plan A. Ja? Und mach dir nie einen Plan B, weil sonst vertraust du Plan A nicht. Das hat er immer so gesagt. Ne? Aber da, das ist ja. Ergibt wirklich Sinn. Ja, weiß ich nicht. Das sind ja Ursprünge oder Umstände, die mancher Plan A vernichten lassen. Was machst also du dann? Machst du Plan A2? Ja, Sister. Da kommen wir mal 10, oder? Boah, 30 Kilo. Komm. Du packst schon an, na, komm, meine Frau macht das auch. Die hat 48 Kilo. 3. Stopp. Ach. Auf, hoch. Auf. Jawohl, ist so. 100. Komm, weiter. Komm. Mann, weg, gut so. Sehr gut. Als du wirklich beruflich Bodybuilder warst, ja, wie oft hast du da trainiert? Auch nur? 7-mal die Woche. 7-mal die Woche? Jeden Tag. Ja. Immer eine Stunde. Bisschen länger, weil du hast halt intensiver trainiert, dadurch mehr Gewicht und hast die Pause ein bisschen gebraucht. Ne? Okay. Also heute ist ja so ein bisschen Rentnertraining. Ich meine, das, was man heute macht, ist ja kein Training. Das ist ja. Hättest du dich damals für jetzt geschämt? Nee, eigentlich nicht. Ich war immer, also ich bin ganz ehrlich, zur aktiven Zeit habe ich gedacht, okay, wenn du mal älter bist, bist du nur froh, wenn du gesund aus der Sache rauskommst. Und bist du doch einigermaßen, ja, oder? Ja, bin ich dankbar für das, was es ist oder wie es ist heute. Viele leben, glaube ich, von heute und eine Stunde weiter und dann hören sie auf zu denken. Ja, nennt man Ron Bilecki-Syndrom. Gut, er lebt. Ja? Der lebt, ja. 10, 11, 12, 13, 14. Das ist gerade sehr deprimierend für mich. Wenn du einer machst, habe ich ja 1000 Euro. Und links? Krieg ich die mal rausgehoben. Schwer, ne? Sieht man Markus hinter mir? Sieht man den hinter mir? Nee, oder? Seitheben, ne? Ich mach die immer Freihandel. Absolut richtig. Das Problem ist halt nur, denk immer dran, Maschine geben dir wegen vor und minimieren die wieder oder die Fehlerhäufigkeit. Ne? Aber was kannst du denn bei falsch machen? Alles. Falsch. Also, lass mal los. Ich mache erstmal Trockenübung. Der seitliche Muskel, ja, ne, und der Ellenbogen sind eine Linie. Das ist eine Linie. Das heißt, die Bewegung muss so sein. Ist es so, ist perfekt. Boah, ey, pump, ich wusste nicht, dass man Abitur braucht. Ja, ich zieh dich mal mit. Achtung, ja, mal hoch. Mich mal mit. Mal hoch. Genau, und halten. Eins. Und ich lass dann los, wenn du oben bist, ja? Ja. Auf, hochgehen. Halten. Eins, zwei. Okay. Oh. Merkst du, wie der zieht da? Der zieht jetzt schon. Ich merke, ich habe Monate nichts gemacht. 10. Gut. Meinst du, ich kann noch Bodybuilder werden? Nee. Warum? Ich bin 33. Die Profi-Wrestler werden erst mit 33 gut. Bodybuilding musste die Grundlage echt mit 17, 18, 19 packen, sonst schaffst du es nicht später. Es geht ja nicht nur um Muskeln, es geht um Sehnen, Gelenke und so weiter, Herz-Kreislauf-System. Wenn du mit 17 anfängst zu kicken, bist du auch noch jung. Aber du wirst es nie dahin schaffen, weil du die Grundlage nicht hast. Das Haus wird auf ein gutes Fundament gebaut, das ist halt so. Hast du denn ein Fitnessprogramm? Ich? Ja. Leckmichamarsch.com. Ja. Nee, ich mach so einen Schwachsinn nicht. Ein Programm ist ja immer relativ, das ist ja keine Lösung. Ja. Die Lösung bist du und das individuell erstellte Programm für dich. Wenn ich jetzt eben ein Programm schreibe und sage, hier, mach mal, woher weißt du, was du machen musst, dann machst du alles falsch. Aber du könntest, wenn du dein Programm oft verkaufst, auf Bali richtig durchstarten. Bali bestimmt, ja. Ja, aber warum hast du mit Social Media angefangen? Ja, A, weil ich schon immer Social Media mache. Mein YouTube-Kanal, kannst du mal gucken, gibt es, glaube ich, seit 97 oder 98. Ui! Also Social Media machen wir schon lange. Wir haben oft nur die Zeit gehabt und ich war dann unterwegs für Sponsoren halt. Ich muss mich ja um meinen Beruf kümmern. Mein Beruf war Profi-Bodybuilder und nicht Social Media-Star. Wie hart war das? Profi-Bodybuilder zu sein, vom Zeitaufwand, Arbeitsaufwand. Geil. Geil? Geil, ja, ich fand's geil. Vermisst du's? Ja, zu der Zeit war genau das. Das war genau mein Leben. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, mich zu quälen. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe so einen Hang zur Selbstzerstörung. Okay. Ich mag so eine Quälerei. Ich mache das auch nichts aus, wochenlang nur Scheiße zu essen. Wirklich? Ja, yeah, heute nicht mehr. Heute nicht. Jetzt bin ich ja so fett geworden. Wann warst du in deiner besten Form? Der größte Erfolg hatte ich 2004 beim 5. Platz im Olympia. Wie alt warst du da? 32. Also so alt wie ich etwa. Ja. Die beste Form, so sagen zumindest die Fans oder die es besser wissen wie ich, hatte ich 2002 und da habe ich in New York die Night of Champions gewonnen. Kennt man eigentlich, wenn man sowas gewinnt, eine fette Gage so? Nein. Macht man nur für die Sponsoren? Hauptsächlich Sponsoren. Das ist wie im Schaufenster stehen. Ja? Das warst du, oder? Nee, das ist ein Comic von mir. Das hat einer gemalt damals, wo ich zur aktiven Zeit war. Und das ist jetzt das Logo von meiner Firma halt. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Letztens gab es irgendwas gratis dazu.
Wie viel Prozent können wir dann geben? Ja, da müssen wir einen Quoten machen. 20%, 25%? Nee, ich bin schon günstig. Also 10, 15% bin ich schon weit unter dem Niveau, was heute ist. Okay, dann machen wir 15% mit dem Code breiter als Markus. Also das Gute an der Maschine ist, dass sie überhaupt nicht reinpasst, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon mal das Erste. Du siehst so ein bisschen aus wie Donkey Kong bei Mario Kart. Richtig, ja. Du fängst hier an, 0 ja? Punkt, gehst hoch, bis du parallel zum Boden bist. Dann hältst du das für 3 bis 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Ey, so. Nicht drücken. Ja doch, auf. Joe, können wir hier mal ein Bild von meiner Trainerin, die ich sonst habe, einblenden? Ich habe mich sehr verschlechtert. Länger halten. Halte. Auf. Und weiter. 3 Stück. Und ja. Gut so. Ich weiß nicht, warum ich Sport hasse. Ist voll anstrengend. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir noch hintere und dann sind wir schon fertig. Hopp. So. Nee, da. Ach hier, okay. Ja. So, und jetzt gehst du wieder nach hinten, soweit es geht. Und hältst ihn hier fest. Da festhalten. Genau, siehst du, merkst du schon? Ja, ich zitter jetzt schon. Genau so, darum geht's. Auf. Halte. 3, 2, 1, sehr gut, weiter. 2, und jetzt machst du 8 schnelle Wiederholungen, ohne Halten. Auf. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Auf, sonst steigt die Härte nicht auf. Mach. Jawohl. 3. Ja, letzte, komm. Hey, das sind 9. Ja, macht doch nichts. Gut so, jawohl. Das ist der Vorteil, dass Bodybuilder nicht zählen können, weißt du? So, ich gehe mich umziehen. Gerne. Und was machen wir dann? Du bist doch gerade geschwitzt, du kannst doch. Ey, hier, guck mal. Bist du geschwitzt? Bisschen schon angeschwitzt. Ja. Ist es jetzt nicht schön vom Gefühl, dass du sagst, das will ich dreimal die Woche haben? Ja, aber dann stehe ich früh auf, esse eine Milchschnitte, gucke Fernsehen und denke, boah. Aber Milchschnitte ist sehr beliebt unter Bodybuilder. Ja? Ja, fresse ich wie Sauerkraut, klar. Als nächstes? Ja, jetzt haben wir gut trainiert, jetzt müssen wir was zum Spakulieren. Also Milchschnitte? Nutella, Milchschnitte und... Isst du sowas? Ja, klar. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit 51 so einen Körper hast und Milchschnitte und Nutella isst. Also ich bin extrem. Entweder ich esse Reis und Thunfisch oder ich esse nur Scheißdreck. Jetzt habe ich eine andere Frage, weil du es auch von meintest. Gehst du ins Solarium? Ja. Also ich war jetzt gerade im Urlaub mit meiner okay. Frau. Das war eben jetzt so. Aber sonst Solarium? Boah. Mir hat der Hautarzt mal gesagt, Solarium ist scheiße. Stimmt. Aber was ist alles scheiße im Leben? Ja? Wenn man alles macht, was gut wäre, wird man die ganze Sache nur daheim hocken. Ich kaufe jetzt mal bodybuilding-mäßig ein, damit du mal siehst, wie ich früher so eingekauft ja. habe. Das waren immer relativ echt gesunde Dinge. Ingwerwurzel. Ja. Habe ich jeden Morgen ein Stück roh gegessen. Dann immer Salat. Wirklich? Ja. Aber nicht Salat wegen Salat, sondern Salat wegen Hähnchen. Und ich kann Hähnchen pur, konnte ich kaum noch essen, das werde ich immer mit Salat gemacht haben, mit so Joghurtdressing drüber. Weil Salat an sich hasse ich eigentlich. Was machst du den ganzen Tag noch, außer pumpen? Mach mal ein bisschen Instagram. Okay. Wir haben 36 Mitarbeiter mit. Wow, 36 mal Sozialabgaben. 36 mal Sozialabgaben. So, aber deine Follower, wie viele Follower hast du bei Insta? 800. Ja, ich habe 200, ich habe 280, sei doch froh. Das sind alles Homosexuelle, oder? Das ist ja. Grüße, jetzt krieg ich gleich mal in die Fresse, ne? Ja, okay, für so eine Aussage kriegst du schon regelmäßig. Ja, ich will mal mit einem Vorteil aufräumen. Ich habe weder was Gay-Sexuelle noch Homosexuelle, Gay-Lesbe. Ich habe einen Homosexuellen bei mir in der Firma, Entschuldigung. Ich hatte eine lesbisch veranlagte Frau in der Firma und ich finde die beide super, super toll. Ich habe nichts gegen sexuelle Ausrichtung. Es kann jeder machen, was er will. Was ich nicht mag, ist, wenn die, du kriegst es ja auch mit manchmal, vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn man kleine Schelte kriegt, wenn man mal irgendwas sagt, so wie jede Schwuler. Deswegen, dann sehe ich doch keine Homosexuelle. Ich liebe meine homosexuellen Fans, Freunde, Bodybuilder, ist mir alles scheißegal. Für mich ist sowas wie Schwuler so, hey, Dicker. Das ist doch mal gut erklärt jetzt von dir. Eier, auf jeden Fall. Eier, ja. Nehmen wir natürlich nur vom Lennart die Freilandeier. Ach, guck mal, wirklich, meinst du, das ist auch der Lennart? Das ist bestimmt der Lennart. Der Lennart? Oder ist das der Lennart? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen ein Purpur-Tool für deine Tochter mitnehmen. Oh ja. Chase ist der. Sky. Marshall. Ja. Rocky. Ja. Ich habe eine Tochter, die guckt. Ja, kenne ich auch. Patrol, ein Bodybuilder und ein Venus-Award. Oh, da reden wir über Puppe Tour. Ja. Kurze Frage, wie ist deine Meinung, wenn ich jetzt sage, komm, wollen wir die restliche Zeit hier gendern? Ich weiß, was ich für Fragen stellen muss, um die Reaktion zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann gar nicht gendern. Ab wann mache ich denn innen? Immer. Immer innen? Ja. Ich bin überfordert mit dem Scheiß. Wir sind einfach auch sehr einfältig. Ich bin schon so alt. Ja. Nudeln sind da drüben, oder? Ja. Sind das Nudeln? Nee, das sind Haferflocken. Ach, Haferflocken, scheiße. Hähnchen, wie viel hättest du damals geholt? 10 Packungen. Für wie lange? Eine Woche. Okay. Früher ist man zum Metzger gegangen und hat man immer gekriegt, hier ein Stückchen Wurst, ne? Ja, voll noch so. Ist es noch so? Oh, wir wollen auch ein Stückchen Wurst. Ich will auch ein Stückchen Wurst, ja. Ja. Jetzt die Hälfte, dann darfst du abbeißen. Nee, wir haben uns gerade geteilt. Ja. Aber ich nehme trotzdem eigenes. Habt ihr auch vegane Wurst? Nee. Sehr gut. Sehr gut.
Muss man ja unterstützen, ne? Odenwälder Landgenuss, also bist hier im Odenwald. Kaufst du die Ja-Produkte nicht Nutella? Ist mir egal. Wirklich? Nee, guck mal, wie lächerlich dieses Glas in deiner Hand aussieht. Das ist so ein Abend, ne? Ja. Ich habe früher, wo ich noch aktiv Sportler war, und durfte ich sowas ja nicht essen, habe ich immer aufgemacht, reingesteckte Finger, geleckt, im Mund, wieder zugemacht und zugeschraubt und habe es wieder hingestellt. So ein Asoval. Komm, jetzt die Entscheidung, welcher? Das ist geiler. Ja. Nee, aber ich esse beides gern. Ja? Ja. Aber das Problem ist, ich kann nicht eine essen, sondern eine packen. Ja, das geht aber schnell. Und am besten ist, wenn du hier abmachst und da abmachst und dann das Weiße alleine. Das Weiße, ja. Das ist der Klassiker. Ich bin den ganzen Tag nur am Cola Light trinken. Ich wirklich? Muss es leider zugeben, ja, das ist nicht gut. Probier mal Pepsi ohne Zucker, ist besser. Guck mal hier, nimm mal das mit, anstatt Cola Light. Kannst ich weiß, dass du von Pepsi bezahlt wirst irgendwie. Ich war mit Pepsi mal unterwegs, die sind sehr nett. Trinkst du Alkohol? Natürlich. Was? Troschis. Was? Also wenn ich was trinke, dann nehme ich sowas. Oh ja, oh. Ja? Nee, Grapefruit, ja. Aber mit Alkohol, wenn schon. Ja, aber Radler, also Radler. Ja, schon. Ich kann ja auch kein normales Bier trinken. Nee, da, ich da bist du aber schon für viele ein Weichei, wenn du nur Radler trinkst. Ja, da bin ich ein Weichei. Markus Rühl trinkt nur Radler. Ja. Jetzt sehe ich schon die Kommentare, es ist kein Bier und sowas. Ja, bestimmt. Ich bin ja auch kein Mann. Ja. Bist du keiner? Ja, ich habe einen kleinen Penis und dicke Oberschenkel und einen kleinen Kopf. Das ist also Gehirn. Speck mit Kartoffelbombe. Boah, wie breit du bist. Ja, ja. Das war unser erster Urlaub auf den Malediven. Ne? Hey, bist du hier mal drei? Ja. Und hier oben noch ein Dach? Da ist noch ein Dach, da haben wir einen Koffer und so weiter drin. Die ganze anabole Steroid und so. Ne? Wie kriegst du denn mit deinen Knubbelfoten Pass und Kicken? Naja, ich spiele mittlerweile Ultimate. Aber wenn die dich anrufen würden und sagen, ey, sag mal, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Gehst du ran? Nee. Okay. Dann habe ich noch, das ist für mich voll aufregend, ein Meet and Greet. Was? Man kann doch richtig cringe werden. Stell dir mal vor, da kommt zu Uwe, 47, Riesenfan und fragt dich direkt, könnte ich deine Socken nach dem Auftritt haben?